Dadurch, dass Computer, künstliche Intelligenz die gesamte Fachliteratur kennen und verknüpfen können, etwas, was wir Menschen ja, durch unsere kleinen Gehirne nicht machen können, kann es sein, dass Computer die besseren Forscher und Wissenschaftler sein werden. In der Wissenschaft benutzen wir künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen schon seit vielen Jahren für Datenanalyse. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als was jetzt kommt durch die neuen Technologien, die entwickelt werden. Ein Beispiel hierfür ist AlphaFold. Das ist eine Software, welche Proteine im Computer falten kann und Wechselwirkungen mit Molekülen berechnen kann. Und das eröffnet jetzt die Möglichkeit, im Computer neuartige Medikamente zu entwickeln und Millionen mögliche Moleküle zu testen. Und das wird komplett verändern, wie wir Medizin machen. Ich denke, dass die Technologie, die dahinter steckt, das ist dieselbe, die ChatGPT hat, die uns vielleicht neue virtuelle Professoren erschafft. Und dadurch wird die Technologie natürlich sehr viel Einfluss auf den Alltag haben. Und auch wenn Professoren ersetzt werden können durch Computer, dann können es auch viele andere Bereiche. Was natürlich Gefahren birgt, aber auch sehr viele Möglichkeiten und sehr viele neue Freiräume erschaffen kann. Die Forschungsergebnisse natürlich, die werden wir alle spüren, wenn es plötzlich sehr viele neue Medikamente gibt, neue Therapien. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden natürlich immer noch wichtig sein und entscheiden müssen, woran wir forschen, was sind die wichtigen Fragen für die Gesellschaft, was sind die wichtigen Fragen im Gebiet. Aber die detaillierte Forschung, das Design von Experimenten, Datenauswertung, Hypothesen erstellen, das können vielleicht Computer in absehbarer Zeit besser als wir. Ich denke, wir alle benutzen künstliche Intelligenz privat, ohne es zu wissen. Wenn wir unsere Handys benutzen, wenn wir Videos schauen im Internet und überhaupt ja, im Alltag wird es immer wichtiger werden, ohne dass wir genau sehen, wo es wichtig wird.